Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem mal anderen Video. Wir freuen uns sehr, euch dieses Video drehen zu dürfen. Ja, genau. Wir haben was getan. Ihr habt es gerade schon gesehen. Wir haben unseren eigenen Merch rausgebracht. Genau, die Schallerzeuger-Merch ist jetzt draußen. Wir haben T-Shirts, Pullover und Tassen, die wir leider noch nicht da haben, weil es haben Probleme gehabt, die zu bestellen. Das sollte jetzt aber alles funktionieren. Wir haben da mehrere Leute Kontakt gehabt. Und wir konnten das Video nicht später drehen, darum sind die leider noch nicht da. Die Tassen haben meinen Arm fällt gleich ab. Auf jeden Fall, ich kann mich ja eventuell auch einmal drehen, irgendwie so, dass du das siehst. Genau. Wir haben das Design, dann das, was Ferdi gerade schon anhatte. Und dann haben wir noch ein drittes. Und zwar das hier in lila-blau. Genau. Ich denke, für jeden so eine Farbkombination dabei. Wir haben lange, lange dran gearbeitet, alles handgemacht. Mhm. Darum, ja, sieht eigentlich wirklich gelungen aus. Also uns gefällt es sehr gut. Was wir auch einfach probiert haben, einfach klassisch fürs Feuerwerk so einen schönen Zerleger zu machen und dann natürlich unseren Spruch, hier wird Schall erzeugt. Ich denke, das passt ganz gut. Wie gesagt, viel Mühe gegeben, viel Arbeit reingesteckt, in vielen Streams und Videos schon bekannt gegeben, dass am ersten Mal was passiert. Jetzt ist es soweit. Genau, endlich draußen. Dann sieht man hier noch, wie immer schön professionell hingelegt. Hier ist zum Beispiel noch der Pullover, den ich anhabe, in Grau. Das heißt, es gibt verschiedene Farben. Auch hier ist das T-Shirt noch in Weiß. Andere Sachen sind auch noch auf dem Weg zu uns. Wie gesagt, wir konnten uns leider nicht mehr später aufnehmen. Es hat ein bisschen gekracht, wie eigentlich immer bei uns. Darum, aber auf jeden Fall. Sieht echt schön aus. Wir sind sehr zufrieden damit. Auf jeden Fall. Und wir würden uns echt freuen, wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt jeder zuschlagt. Weil wir würden uns sehr freuen, wenn wir vielleicht irgendwo jemand mit so einem Zeug rumlaufen. Boah, das wäre echt cool. Wir haben vor allem auch darauf geachtet, dass wir nicht die Preise wie bei manchen anderen Leuten, die Merch rausbringen, irgendwie ins Unermessliche steigen lassen. Sondern wirklich nur ganz, ganz wenig Profit nehmen und uns eigentlich mehr darauf konzentrieren, dass Leute das dann auch wirklich anziehen. Genau. Und sozusagen die Pyro-Szene damit repräsentieren. Das würde uns sehr freuen. Der Link ist in der Videobeschreibung der erste Link, wo ihr da zum Shop kommt von uns. Also ist nicht unser Shop, aber läuft halt über Seedshirt. Genau. Darüber, wie gesagt, läuft es. Keine Ahnung, was ich mal noch so sagen soll in so einem kleinen Infovideo. Wollen es auch nicht so unbedingt in die Länge ziehen. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, euch gefällt es. Uns gefällt es auf jeden Fall mega. Das wird aber auch nicht das einzige sein. Wir haben noch ein paar Sachen geplant. Genau. Das soll aber erstmal so der grobe Anfang sein. Seid gespannt. Würden uns freuen, wenn ihr zuschlagt. Und ganz viel Liebe. Danke für euren Support übrigens. Genau. Bis zu diesem Merch-Drop ist auf jeden Fall richtig viel passiert. Richtig fett. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like. Lasst ein Abo da. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Kauft Merch. Erster Link in der Beschreibung. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.